Ich persönlich kannte Herrn Nawalny gar nicht. Also natürlich weiß ich wie Sie, wer er ist, aber hatte keine persönliche Beziehung zu ihm. Wir haben jetzt auch mit Cinema Peace nichts mit Politik und russischer Politik zu tun. Es war einfach eine humanitäre Bitte, der wir entsprochen haben, und wir haben den Flieger organisiert und glücklicherweise mit vielen Obstacles hat es letztendlich dann funktioniert und der Patient ist wohlbehalten hier in Berlin angekommen. Das war alles privatwirtschaftlich oder privat organisiert. Die Bundesregierung war nicht involviert, aber selbstverständlich war sie informiert. Und selbstverständlich spielt es natürlich eine Rolle, wenn Frau Merkel eine Aussage macht wie vorgestern. Also insofern waren natürlich die Behörden in jeglicher Hinsicht kooperativ. Und selbstverständlich haben sie auch die Sicherheitsaspekte automatisch übernommen. Na jetzt. Aber musste.